weiteren Folge Fortnite Daily Sharp News mit mir, dem Gleich. Wie sieht denn das jetzt aus? Was hab ich jetzt gemacht? So, jetzt sieht es wieder normal aus. Sorry, Leute. So, ja, dann gehen wir nochmal in den alten Shop rein. Heute der letzte Shop in der alten Season. Gucken wir mal, was heute drin ist. Okay, ihr wollt uns die neue Season auf jeden Fall schmackhaft machen. Also hier haben wir den Battlehound. Na, den finde ich okay. Aber es ist auch nur ein okay. Und der Battlehound kriegt von mir 6 von 10. Schauen wir mal, wie sieht's denn aus beim Battlehound hier. Was habe ich denn hier momentan? Was ist das hier? Irgendwie habe ich hier alles durcheinander geschafft. So, also hier Battlehound 3,59 von 5 bei 120 Votes, 112 Reminders. So, dann haben wir hier den Silberfang und oh, die Picke finde ich sieht jetzt nicht so schlecht aus. Eigentlich ganz cool. Machen wir 7 von 10 für den Silberfang. Und ja, 3,4 von 5 bei nur 5 Votes. Damit sind wir beim Battlehound auch schon durch. Dann haben wir hier dieses Venturion C3PO Billig Abklatsch-Ding. Sieht wirklich schlecht aus. Da hinten Otto hat früher auch solche Flügel an den Schuhen gehabt. Naja. Glaube ich. So in den Unterarm. So. Ja, was soll ich dazu sagen? Da kriegt der Venturion 4 von 10. Ich finde den. Naja. Also besonders toll ist der Venturion nicht. Und ja. 2,33 von 5 bei 18 Votes. Am 20. Mai ist erstmal drin gewesen. 43 Reminders. Dann haben wir den Airfoil, wo ich auch nicht so genau weiß, was ich mit dem Ding hier anfangen soll. Sieht auch irgendwie kacke aus. Und der Airfoil kriegt von mir auch nur 4 von 10. 2,86 von 5 bei 7 Votes. Und dann gehen wir weiter, dann kommt der Triumph. Da kriegt von mir 0 von 10. Und da habe ich momentan keine Bewertung. Und dann haben wir den Ventura. Und es sieht genauso scheiße aus. Kriegt auch 4 von 10. Alter, was ist das für ein Zeug hier, Leute? Also ehrlich, oh mein Gott. 3,0955 bei 22 Votes. So. Dann sind wir damit durch. Dann sind wir beim Maverick. Und der Maverick hier, ja, der sieht dann, also da muss ich sagen, da sieht der Maverick wirklich noch besser aus als der ganze andere Kram eben gerade hier, den wir da zu Gesicht bekommen haben. Der Maverick kriegt jetzt mal von mir mal stabile 6 von 10, ey. Ehrlich wahr, sonst kriegt er von mir keine gute Note, aber heute kriegt er von mir 6 von 10. 3,5 von 5 bei 20 Votes. 3. August 2018, das mal drin gewesen. Maverick. Bin froh, dass ich mal Maverick hier sehe, wenn ich den ganz anderen Schrott da. Prismatic! Was soll ich dazu sagen? Ey, 0 von 10. Ich finde den scheiße. So scheiße. So richtig scheiße. 3,25 von 5. 12. November 2017 erstmal drin gewesen. So. Dann kommen wir mal zu den. Oh. Oh Gott. Der schwarze Wolf mit den Bällen. Fangen wir gerade nochmal von vorne an. Achso, okay, macht da am Anfang gar nichts anderes. Ja, und da muss ich sagen, der kriegt von mir 7 von 10, der Juggling Emote. Wo ist er denn? Da.
Okay, also 7 von 10 und hier haben wir 4 von 5 bei nur 4 Votes am 31. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 6 Reminders. So. Dann haben wir hier die Dragon Axe und die kriegt von mir stabile 7 von 10. Dann haben wir hier 3,78 von 5 bei 9 Votes, 18. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. So, und dann kommen wir hier zum Boneless. Beyond Bendy. Macht der schwarze Wolf den Boneless. Ja, auch 7 von 10 für den Boneless von mir. Nehmen wir mal 8 von 10. So, 4,46, ein bisschen besser als den Juggling. 4,46 von 5 bei 13 Votes, 99 Reminders. Am 6. Mai 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Und dann kommen wir zum Nightlight. Und da muss ich sagen, der Nightlight ist heute von den ganzen Skins, die drin sind, der Highlight oder das Highlight. Auch wenn er ein bisschen verstrahlt aussieht. Aber wenn ich mir die heutigen alle Noten, dann muss ich dem Nightlight heute ausnahmsweise mal eine 7 von 10 geben, weil er eben von den ganzen Dingern heute am besten aussieht. Ja, muss man echt so sagen. 3,85 von 5 bei 20 Votes. 4. Mai 2018 ist erstmal drin gewesen. 58 Reminders. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.